Gut, ja, ich heiße Sie willkommen und heute geht es um Karl Marx als Wirtschaftssoziologen. Und ich finde, Sie können ja die völlig berechtigte Frage haben, warum Sie sich für diesen alten weißen Mann interessieren sollten, der auch schon seit, Gott, müsste ich jetzt auch mal ganz kurz gucken, 1883, also fast 200 Jahre, nein, nicht ganz, 150 Jahre tot ist. Und, na, stimmt auch nicht, ist auch egal. Und ich denke, es gibt drei Gründe, warum Sie sich für Karl Marx interessieren sollten. Und erstmal ist Karl Marx in der Wirtschaftssoziologie, aber auch in der Soziologie generell, wird er ganz oft als einer der drei großen Klassiker angesehen. Also zusammen mit Max Weber, den wir noch besprechen werden, und Emil Durkheim sind das eben, wenn Sie so wollen, die drei großen Klassiker. Klar, irgendwer würde sagen, ach, der dritte ist aber gar nicht so wichtig oder es gibt noch eine vierte oder fünfte oder achte Person, die wichtig ist. Aber ich kann Ihnen versprechen, in ziemlich vielen, ja, Curricula, Universitäten würde man die drei sozusagen als, ja, die wichtigsten Soziologen vielleicht bezeichnen. Oft ist es ja auch so, dass anders als die Wirtschaftswissenschaft man der Soziologie, ja, zu Recht vorwirft oder zumindest bemerkt, dass die Soziologie keine Theorie hat. Also es gibt nicht die eine, zum Beispiel mehr oder weniger abgewandelte Homo economicus-Theorie, an die Soziologen, Soziologinnen glauben, aber es gibt eben Theorien, die eigentlich, das würde ich sagen, jeder schon mal gehört haben sollte. Also wenn Sie sagen wollen später, ich bin Soziologe oder Soziologin, dann geht es eigentlich nicht, dass Sie nicht wissen, was Karl Marx, Max Weber oder Emil Durkheims zentrale Aussagen waren. Weil es eben nicht die zentrale Theorie gibt, die alle Menschen in der Soziologie kennen, alle Soziologinnen und Soziologen, aber eben die zentralen Theoretiker. Also das, wenn Sie so wollen, ist der Kern des Fachs. Und ich denke, das ist die erste Antwort. Also Marx ist einer der drei großen, ja, Theoretiker in der Soziologie. Zweitens gibt Marx Ihnen Antworten, und das müssen nicht unbedingt die in Anführungsstrichen richtigen Antworten sein, ja, sondern es sind eben Karl Marx Antworten. Aber es sind zumindest Antworten auf Fragen, die Sie selber gestellt haben. Schauen Sie mal, das hier sind die Fragen, die Sie selber in der ersten Sitzung bzw. der Übung nach der ersten Sitzung ausgearbeitet haben, was Sie interessiert. Und die habe ich jetzt einfach mal rausgezogen und hier hingestellt. Und auf diese Fragen hat Marx eben sehr auch klare Antworten. Ein paar Beispiele. Wie werden Gesellschaft und Menschen durch Wirtschaft beeinflusst? Marx hat darauf die sehr klare Antwort. Ja, Sie erinnern sich ja vielleicht, es gab am Anfang diese beiden Pfeile. Die Wirtschaft beeinflusst die Gesellschaft, aber die Gesellschaft auch die Wirtschaft. Marx ist derjenige, der ganz stark davon ausgeht, dass die Wirtschaft, der Produktionsprozess, unsere Gesellschaft erklären. Ich werde Ihnen das noch in einem Zitat zeigen von ihm, dass das wirklich ganz stark zusammenfasst, wo er auch sagt, und das können Sie sich schon mal über Marx merken, aber darüber, da kommen wir auch wieder zurück, dass alles, was wir denken, unsere Normen, unsere Regeln, sich aus dem wirtschaftlichen Produktionsprozess heraus erklärt. Ja? Wieder. So wie ich mich bei Adam Smith sozusagen wie so ein radikal Marktliberaler angehört habe, höre ich mich jetzt vielleicht wie, ja, logischerweise so ein radikaler Sozialist an. Das liegt aber nicht daran, dass ich glaube, dass alles, was diese Leute sagen, stimmt. Aber es ist deren Sichtweise. Ja? Und Marx' Sichtweise ist eben, man kann gesellschaftliches Handeln und auch das, was Menschen denken, aus den Normen heraus erklären. Naja, auf die zweite Frage, die Sie interessiert hat, welche anderen Wirtschaftssysteme theoretisch denkbar sind, da sagt Marx natürlich, und vor allem Marx, es gab wahrscheinlich keine so starke Antwort darauf, natürlich der Kommunismus. Ist der Kapitalismus ein integraler Bestandteil westlicher Gesellschaften? Er hätte das zu seiner Zeit so gesehen, hätte aber auch gesagt, dass der Kapitalismus aufgrund seiner eigenen Irrationalität sich selber abschaffen muss. Da werden wir auch noch darüber reden, dass heute nur noch wenige Sozialwissenschaftler, Sozialwissenschaftlerinnen sagen würden, dass es irgendwelche Gesetze der gesellschaftlichen Entwicklung geben muss, aber Marx ging davon aus. Alternativ ist der Kapitalismus unüberwindbar? Naja, da sagt er natürlich nein, wir können das abschaffen, der Kapitalismus muss an seinen eigenen Widersprüchen zugrunde gehen.
Wie kann das Verhältnis von Gesellschaft und Kapitalismus moralisch eingeordnet werden? Dazu, auch wieder Ihre Frage, würde Ihnen eben Marx die klare Antwort geben, dass die Wirtschaft automatisch, und das werde ich Ihnen alles noch im Detail erklären, keine Sorge, wenn das jetzt erstmal ein bisschen unklar ist, aber Marx gibt darauf die Antwort, dass die Wirtschaft automatisch und ganz fundamental aus Ausbeutung beruht. Und das sozusagen auch die zentrale gesellschaftliche Spannung erklärt. Sie können, laut Marx, die Gesellschaft im Wesentlichen durch einen zentralen Gegensatz erklären, nämlich dass eine Klasse, die Proletarier, die Arbeiter, von einer anderen Klasse, von der Bourgeoisie, von den Fabrikbesitzern sozusagen ausgebeutet wird. Ja, also auf Ihre Frage hier, was in der Wirtschaft passiert, ist fundamental unmoralisch, weil es auf Ausbeutung beruht, weil es Ausbeutung ist. Und das erklärt eben auch die Gesellschaft. Welche sozialen Rollen und Machtverhältnisse beeinflussen das Verhältnis von Politik, Gesellschaft und Wirtschaft? Das hat Sie interessiert. Und auch darauf gibt Marx Ihnen eine ganz klare Antwort. Es gibt eben zwei ganz zentrale, ich weiß jetzt nicht, ob Sie das mit sozialen Rollen gemeint haben, aber sozusagen, ja, doch, es sind auch soziale Rollen, die man einnimmt, nämlich diejenigen des Kapitalbesitzers, der Bourgeoisie und diejenigen, die nur ihre Arbeitskraft zu verkaufen haben, nämlich der Arbeiter. Und dieser zentrale Gegensatz, diese zwei Rollen gibt es in der Gesellschaft und die erklären auch die ganze Gesellschaft. Sie merken schon immer, mit Marx kann man immer sehr argumentieren, so ist das, das ist klar. Und das ist einerseits vielleicht ganz nett an Marx, ja, wenn Sie dogmatisch denken möchten, wenn Sie vielleicht auch ein Stück weit einfache Antworten haben wollen, wobei jetzt natürlich alle Marx-Fans sagen werden, nein, Marx ist nicht einfach, sondern Marx hat es einfach verstanden. Aber das ist natürlich auch eine Gefahr, ja, weil Marx Ihnen teilweise wirklich sehr einfache und auch sehr dogmatische Antworten auf Ihre Fragen liefert. Aber es sind Antworten. Ja, welche anderen Gesellschafts- und Wirtschaftssysteme sind denkbar? Marx würde natürlich sagen, der Kommunismus. Inwiefern führt die Automatisierung in der Wirtschaft zu sozialen Problemen? Auch da gibt es eine Antwort von Marx, die jetzt vielleicht wieder aktueller wird. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass wir unsere Arbeitsplätze alle verlieren werden, weil es Automatisierung gibt. Ich denke einfach, an einer Stelle fallen Arbeitsplätze weg und an einer anderen Stelle entstehen sie. Aber auf diese Frage hat Marx auch eine ganz klare Antwort, ja, weil er würde sagen, durch die zunehmende Automatisierung wird die Arbeit immer dümmer. Der Mensch wird nur noch ein Anhängsel zur Maschine, von der Maschine und verliert deswegen den Bezug zu seiner eigenen Arbeit. Also er wird entfremdet. Früher, vielleicht stellt er sich das auch manchmal ein bisschen zu romantisch vor, hat irgendwie der Handwerker schöne Flöte geschnitzt und hat dann gesagt, ah, das ist jetzt mein Werk, ja. Und heute ist es eben nicht so und war auch schon zu Marx' Zeit nicht so, dass der Arbeiter oder die Arbeiterin tatsächlich, was früher eher ein Arbeiter meistens, am Fließband steht, seine Sache bearbeitet und dann sagt, wow, das ist jetzt das Auto, das ich gebaut habe. Das ist laut Marx kaputt gegangen durch die Massenproduktion. Menschen sind entfremdet von ihrer Arbeit. Inwieweit reicht das Handlungsspektrum der Wirtschaft ins soziale Umfeld eines Akteurs? Warum führt das System des Kapitalismus dazu, dass es zu sozialen Ungleichheiten kommt? Auch eine Frage von Ihnen. Wieder Marx gibt Ihnen eine klare Antwort. Die Antwort lautet, wie ich in der Wirtschaft handle, erklärt im Wesentlichen auch mein soziales Handeln, mein gesellschaftliches Handeln. Mit Marx können Sie sozusagen durch die Wirtschaft, wenn Sie die Wirtschaft kennen, können Sie alles erklären. Und warum führt das System des Kapitalismus dazu, dass es zu sozialen Ungleichheiten kommt? Wieder, Marx gibt Ihnen ja eine sehr einfache Antwort, die lautet, weil die Fabrikbesitzer, diejenigen, die die Produktionsmittel besitzen, die Arbeiter ausbeuten. Darum gibt es Ungleichheit zwischen diesen beiden Klassen. Und alles andere, würde er sagen, ist sozusagen nur ein Nebengegensatz. Das heißt, Sie sehen, auf Ihre eigenen Fragen, die Sie selber interessieren, bietet Marx Ihnen eben ziemlich klare Antworten, die nicht richtig sein müssen. Aber, ja, wenn Sie jetzt sagen, ich hasse Marx, da kann ich gar nichts mit anfangen, mir ist das völlig egal. Sie sollen sich Ihre eigene Meinung bilden. Sie können auch sagen, ich probiere jetzt irgendwie der KPD beizutreten, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, ja. Aber Sie müssen die Argumente zumindest kennen, um dann sagen zu können, da kann ich was mit anfangen, da kann ich nichts mit anfangen. Und nebenbei gesagt, werden wir das auch in der Übung machen, uns mal überlegen, womit hatte er denn am Ende recht? Jetzt ist es ja später, ja ungefähr 150 Jahre später. Und wir können uns mal überlegen, womit Marx recht hatte und womit er eben Unrecht hatte. Denn wir haben jetzt den Luxus, die Welt betrachten zu können, von der er meinte, über die er meinte, Vorhersagen machen zu können. Ja?
Also erstens, Sie sollten sich für Marx interessieren, weil es einer der drei großen Wirtschaftssoziologen ist. Zweitens, Marx beantwortet die Fragen, die Sie selber gestellt haben, die Sie beantwortet haben wollen. Und drittens ist Marx eben nicht nur relevant für die Wirtschaftssoziologie und aufgrund der Fragen, die sich viele junge Studierende mit der Hoffnung nach Lebenssinn vielleicht fragen, ja, die verstehen wollen, wie die Welt funktioniert. Es gibt eben wahrscheinlich auch, ja, mit Sicherheit, keinen einzigen Soziologen, der unser aller Leben und noch mehr das Leben der Menschen im Ostblock so stark verändert hat wie Karl Marx. Jetzt ist es ja durchaus so, dass vielleicht nicht jeder von Ihnen und vielleicht auch nicht ich und eine ganze Menge Leute nicht, ja, mit den Gedanken, die man sich so macht, riesige Veränderungen in der Welt bewirken. Aber Karl Marx hat es eben getan. Karl Marx hat eben tatsächlich, stellen Sie sich die Welt 1980 vor, in circa ein Drittel der Menschheit gespalten, die sagt, ja, Karl Marx hat recht, der hat herausgefunden, wie Gesellschaft funktioniert, und vielleicht zwei Drittel, die sagen, es ist nicht so. Ja, also stellen Sie sich das mal vor, unser Kapitalismus basiert auf der Welt von Adam Smith, irgendein merkwürdiger Schotte, der sich da mal hingesetzt hat und ein paar Überlegungen gemacht hat. Und dass unsere Welt, ja, zumindest von 1945 bis 1990 in zwei zentrale Blöcke gespalten war, wo es eine reale Chance gab, dass die sich gegenseitig in einem Krieg ausradieren, das war über die Frage, ob man findet, dass Karl Marx recht hat oder nicht. Ja, also da kann man schon sagen, dass dieser Philosoph einen gigantischen realen Einfluss auf die Welt hatte. Und Marx übt eben immer noch eine große Faszination aus. Also Sie sehen hier, das habe ich mal irgendwann abfotografiert, das hing dann vom Soziologieinstitut. Jetzt ist ja Marburg auch bekanntermaßen eine selbst unter schon sowieso immer linken Unis und linken Fachbereichen nochmal ein besonders linker Fachbereich. Zumindest ist das hier so, ja, wird das immer so präsentiert. Es gibt wohl auch, ich weiß nicht, ob es ein Witz ist, ein Gerücht und ob es stimmt, aber anscheinend mussten wohl auch im FB03 1990 mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion erstmal ein paar Professorinnen oder Professoren Urlaub nehmen, weil sie so schockiert darüber waren, dass ihr Lebenstraum sich nicht erfüllt hat, dass jetzt sozusagen die Revolution abgeblasen ist, dass sie erstmal irgendwie ihr Trauma ein Semester oder zwei verarbeiten mussten. Und Sie sehen eben, ja, es ist eben immer noch so, Menschen treffen sich, Menschen besprechen sich, besprechen das Kommunistische Manifest und so weiter. Und Sie sehen zum Beispiel, das hier ist der Eingang zur HU Berlin, also zur Humboldt-Universität Berlin. Das ist einer der berühmtesten Sprüche von Karl Marx. Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Und ja, das hat Karl Marx definitiv getan. Zum Besseren, zum Schlechteren, ja, das müssen Sie sich überlegen. Auf jeden Fall, weil Karl Marx die Welt so verändert hat, handelt es sich jetzt bei der Frage, ob Sie eher Adam Smith oder eher Karl Marx Glauben schenken. Nicht sozusagen um eine interessante theoretische Debatte, die man mal beim Kaffee besprechen kann, ja, sondern wirklich die Frage, je nachdem, wie Gesellschaften sich da entschieden haben, wurden Gesellschaften radikal anders. Ja? Also das hätte jetzt vielleicht nicht Karl Marx immer gut gefunden, was in Nordkorea gemacht wurde, aber vergleichen Sie Nord- und Südkorea, vergleichen Sie die DDR und Westdeutschland sozusagen, ja? Vergleichen Sie Russland und die USA. Ganz unterschiedliche Gesellschaften gehen daraus hervor, ob man sagt, Karl Marx hat recht oder eben Karl Marx hat nicht recht. Was wir eben auch nicht wissen, ist, ob Marx gefallen hätte, wie seine Idee des Kommunismus umgesetzt wurde. Wir können, denke ich mal, einfach unterstellen, dass niemand es toll findet, wenn Leute in Umerziehungslager gesteckt werden, erschossen werden. Ja, und das ist nun mal, da gibt es auch keine Debatte drüber, in kommunistischen Ländern passiert. Aber, und das ist wichtig, wir müssen das, was Marx für die Wirtschaftssoziologie herausgefunden hat, davon trennen, was möglicherweise auch an Grausamkeiten, an Furchtbarkeiten aus seiner Lehre gemacht wurde. Und das wollen wir heute probieren. Ja, wer war also dieser Karl Marx? Sie sollten erstmal über Marx wissen. Ach, und jetzt habe ich das vergessen, was ich eigentlich machen wollte. Ich wollte doch zu jedem Menschen einmal kurz Name, wichtigste Aussagen und Geburtsdatum anbringen. Das habe ich jetzt bei Marx vergessen, aber dann erzähle ich es Ihnen. Also Marx hat von 1818 bis 1883 gelebt und ja, hat sozusagen die Industrialisierung mitbekommen.
Und sie sollten über Marx wissen, dass vier seiner sieben Kinder gestorben sind. Und dass das aber auch gar nicht außergewöhnlich war zu dieser Zeit. Damals ist selbst in den entwickelsten Ländern, in Anführungsstrichen, ungefähr jedes vierte Kind gestorben. Das heißt, stellen Sie sich vor, Sie werden Vater oder Sie werden Mutter, Sie kriegen selbst ein Kind. Mit einer 25-prozentigen Chance können Sie davon ausgehen, dass dieses Kind sein fünftes Lebensjahr nicht erlebt. Ja? Was dann, ist eine Hypothese übrigens, dazu geführt hat, dass manche Eltern sich nicht so sehr getraut haben, ihre Kinder zu lieben, weil sie ja nie wissen, ob die nicht eventuell bald wieder weg sind. Ja? Was es dann umso schwieriger gemacht hat, für die Kinder zu überleben. Heißt übrigens, dass selbst in den entwickelsten Teilen der Welt die Sterblichkeit von Kindern Anfang, Mitte des 19. Jahrhunderts höher war, viel höher als jetzt in Subsahara-Afrika. Also wenn Sie die Wahl haben, jetzt zum Beispiel in Subsahara-Afrika geboren zu werden oder 1850 in Deutschland oder Großbritannien, dann sollten Sie besser jetzt Subsahara-Afrika als damals die in Anführungsstrichen entwickelsten Teile der Welt nehmen. Und Marx hat sich das angeguckt, hat gesehen, dass seine Kinder sterben und hat gesehen, dass er nicht der Einzige ist, dem es nicht besonders gut geht. Ja? Und was ihn daran so irritiert ist, dass er beobachtet, dass die Forderungen, die Adam Smith gestellt hat, ja eigentlich im Wesentlichen in die Tat umgesetzt wurden. Es gibt keinen Feudalismus mehr. Menschen können miteinander Handel treiben. Und er gibt auch Adam Smith in einer Sache recht. Nämlich, er bemerkt, es stimmt, Adam Smith hat recht, wir können durch die Arbeitsteilung jetzt in viel kürzerer Zeit viel mehr und auch viel Besseres produzieren. Also wenn die beiden sich hinsetzen würden, wären die sich einig darüber, dass die Arbeitsteilung tatsächlich eine super Sache ist. Aber gerade deswegen, weil es so einfach ist, so viel herzustellen, ja, weil wir sozusagen den Weg zum Schlaraffenland eigentlich gefunden haben, wundert sich Marx eben umso mehr, dass immer noch so viele Menschen in so schlimmer Armut leben, eben auch in den ja, vermeintlich reichen Ländern. Und jetzt könnte man ihm natürlich entgegnen, ja, aber immerhin sind ja schon mal ein paar Länder reich und in diesen Ländern ein paar Menschen. Früher war ja fast jeder arm. Ja, und dann würde Marx sagen, das stimmt zwar, doch was heute neu ist und eben auch für alle sichtbar, ist, dass die Reichen jetzt nicht nur so ein paar Adelige sind. Klar sind sie reich, wenn sie zufälligerweise der Sohn oder die Tochter vom König sind, sondern es gibt auch eine Schicht reicher Bürger, die es früher nicht gab. Also da ist irgendwie eine neue Klasse entstanden. Es ist nicht so die einfachen Leute versus die Adligen, sondern jetzt sind es die einfachen Leute gegen, ja, was eigentlich? Bürger, Kapitalisten, und das probiert Marx erstmal zu fassen. Und weil es die gibt und weil die in ihren Fabriken so viel herstellen können, gibt es eigentlich viel mehr zu verteilen als früher. Aber während einige davon total viel abbekommen, gehen andere fast völlig leer aus. Früher war es also die Frage, ob es überhaupt genug gibt. Heute ist die Frage, heute zu Karl-Marx-Zeiten, warum, obwohl es eigentlich genug gibt, nicht alle was davon abbekommen. Ja? Insofern ist Karl Marx an Verteilung interessiert, weil dass es mehr gibt, da ist er sich einig. Und was ihm auch noch auffällt, ist, dass man früher durch seine Geburt besser gestellt war. Ich war zum Beispiel adelig geboren, also ich jetzt nicht, aber die Leute früher eben einige. Und heute ist das eben nicht mehr so. Heute wurden einige Leute reich und andere nicht. Und darum fragt er sich, aber was haben die jetzt anders gemacht, die reich sind, die so viel verdienen? Und der ganz zentrale Unterschied, den Karl Marx da festhält und was auch oft eine Definition des Kapitalismus ist, zu sagen, die einen haben Produktionsmittel, Maschinen, Fabriken, eben die Mittel, die nötig sind, um zu produzieren, während die anderen nur ihre Arbeitskraft haben. Und sowohl ist eine gängige Definition des Kapitalismus Privateigentum an Produktionsmitteln, also die Produktionsmittel gehören nicht dem Staat, sondern die sind in privatem Eigentum. Die können Ihnen gehören oder Ihnen, aber jedenfalls nicht dem Staat. Dann kann man von Kapitalismus sprechen. Als auch fällt aber auf, dass einige die haben und reich sind und andere die nicht haben und arm sind. Und wenn Sie mal den Roman Die Buddenbrooks von Thomas Mann gelesen haben, dann können Sie sich ungefähr solche Leute vorstellen, die Marx vielleicht meint, wenn er sagt, diese reichen Bürger
Kapitalistenproletarier. Das sind sozusagen Leute, die immer mehr arbeiten, nicht aber um das dann zu verprassen und dann haben sie kein Geld mehr, sondern um das, was sie sich erarbeitet haben, dann wieder zu reinvestieren, um dann noch mehr zu haben, noch mehr Produktionsmittel nämlich zu bauen, anzuhäufen, in denen dann noch mehr Arbeiter arbeiten können und um dann schlussendlich noch reicher zu werden, um noch mehr Produktionsmittel anschaffen zu können. Das heißt, diese eine Gruppe wird immer reicher, während, und da kommen wir gleich noch zu, warum die immer ärmer werden, die Arbeiter aber immer ärmer werden. Und nebenbei gesagt, der psychologische Antrieb, warum die Kapitalisten immer mehr anhäufen und dabei immer reicher werden, den schauen wir uns nächste Woche mit Max Weber an, der nämlich sagt, dass eine Veränderung der Religion, des religiösen Denkens, dazu geführt hat, dass Leute nicht, wie im Mittelalter gesagt haben, yes, ganz viel Geld, ab in die Spielbank und irgendwie teure Cocktails trinken, sondern ganz viel Geld, super, das benutze ich jetzt, um damit noch mehr Geld zu machen. Aber das schauen wir uns bei Max Weber an. Marx guckt sich jetzt diese Welt erstmal an und wird wütend. Und generell können Sie sich Marx als wütenden Mann vorstellen. Also Marx war in seiner Jugend in einer Burschenschaft, was Ihnen heute vielleicht komisch vorkommt, weil ja Burschenschaften heute nicht dafür bekannt sind, unbedingt kommunistisch zu sein, sondern eher sozusagen konservativ. Aber damals waren Burschenschaften liberale Kräfte, die für ein ja, liberales, vereintes Deutschland waren, was dann 1848 ja auch gescheitert ist mit der gescheiterten Revolution in der Paulskirche in Frankfurt. Und Marx, ja, war auch so ein Draufgänger. Er hat sich irgendwie mit seinem Säbel duelliert, hat seine Haushälterin geschwängert, obwohl er sich eigentlich ganz gut mit seiner Frau verstanden hat. Und ja, hat halt auch gewettert. Am Anfang als Zeitungsverleger in Köln. Und irgendwann musste er dann nach London ins Exil, weil die Kommunisten und Sozialisten als sozusagen Revolutionsanstifter ja auch verfolgt waren. Später unter Bismarck wurde ja auch die Sozialdemokratie in Deutschland verboten. Ja, und Marx musste dann nach London ins Exil und konnte da dann auch seine Familie kaum ernähren. Und er hatte einen guten Freund, Friedrich Engels, und der hat ihm immer mit Geld ausgeholfen, was ziemlich ironisch ist, weil das Geld von Engels Vater kam und Sie dürfen dreimal raten, was der gemacht hat, der war nämlich Fabrikbesitzer. Das heißt, die bösen Kapitalisten, denen die Fabriken gehört, die haben sozusagen Marx mit dem Geld ausgestattet, das nötig ist, um zu schreiben, wie man die Revolution zustande bringen kann, die dazu führt, dass es hoffentlich bald keine Kapitalisten mehr gibt. Und überhaupt ist die Rolle von Engels als Marx Freund wichtig. Marx war nämlich, ja, wenn Sie so wollen, so ein weltferner Philosoph. Der hatte wenig Ahnung von der Realität. Ja, der hat vor allem, da kommen wir gleich noch zu, davon gelebt, dass er Hegel widersprechen wollte. Und ich sage Ihnen gleich noch, wie, nämlich mit dem historischen Materialismus statt Hegels Idealismus. Ja, Marx hatte wenig Ahnung von der Realität, der war ein fanatischer Leser. Also man sagt über Karl Marx, dass er 400 Seiten jeden Tag gelesen hat. Und was aber Engels gemacht hat, Friedrich Engels, weil er selber der Sohn eines sozusagen bösen Kapitalisten war, ist, dass er 1845 das Buch Die Lage der arbeitenden Klasse in England geschrieben hat. Und erst Engels, der sich damit auskannte, wie Arbeiter, ganz normale Arbeiter in ganz normalen Fabriken wirklich leben. Erst Engels hat Marx sozusagen, heute würde man sagen, den Reality-Check gegeben, also zu sagen, ist ja schön und gut, was du in deinen Büchern liest, aber so ist das wirkliche Leben der Arbeiterklasse heute. Ja, und jetzt fragen sich Marx und Engels erstmal, also hinter diesen großen Theoretikern, das haben sie schon bei Adam Smith gesehen, bei Max Weber, der liefert Ihnen auch eine Erklärung der modernen Gesellschaft. Emil Durkheim liefert Ihnen eine Erklärung der modernen Gesellschaft, kommen wir noch zu, mit einer Veränderung der Solidarität. Und Marx liefert Ihnen auch eine Erklärung der modernen Gesellschaft. Also alle diese Theoretiker hier sind sozusagen Gesellschaftstheoretiker. Und Sie erinnern sich noch daran, hoffentlich erinnern Sie sich noch daran, wie wir bei Adam Smith gesagt haben, dass durch den zunehmenden Tausch, der eine kann das gut, die andere kann das gut, dann sagt man, ach komm, du machst das, ich mach das, dann tauschen wir das und schwuppdiwupp gibt es immer mehr Arbeitsteilung und daraus entsteht unsere moderne Gesellschaft. Ja, das ist Smith-Gesellschaftstheorie. Und Marx fragt sich genau dieselbe Frage.
Wie kommt es, dass wir zu dieser Gesellschaft gekommen sind? Ja, die können Sie jetzt eine arbeitsteilige Gesellschaft nennen. Marx sagt aber, naja, das eigentlich Interessante an der Arbeitsteilung ist ja, manche haben die Produktionsmittel und andere nicht. Und wenn man jetzt Adam Smith gefragt hätte, wie kam es denn dazu, dass diese Bauern, die im Feudalismus ja erstmal nicht mit jedem Handel treiben konnten, dass die jetzt Fabrikarbeiter geworden sind, dann hätte der vielleicht gesagt, ach ja, der eine Bauer konnte das besser und der nächste Bauer konnte das besser, dann haben sie sich immer mehr ausgetauscht und dann hat mal irgendwer sich auf die Herstellung von irgendwelcher Waren spezialisiert und dann hat wer anders ihm was dafür gegeben. Und Marx fällt aber auf, nee, so war das eben nicht. Übrigens, es ist nicht so, dass die sich direkt aufeinander beziehen. Es ist nicht so, dass jetzt Marx schreibt, Adam Smith hatte Unrecht. Sie müssen sich das wie so einen Gedanken vorstellen, der durch die Geschichte zieht. Nicht so, dass jetzt wirklich Karl Marx Adam Smith zitiert und sagt, das war aber anders. Das ist auch eine Vereinfachung, die ich für Sie mache. Und Marx fällt aber jedenfalls auf, dass die zunehmende Arbeitsteilung und dass sie jetzt eben nicht mehr alle möglichen Bauern haben, die ja im Wesentlichen immer dasselbe machen. Wenn sie einen Bauernhof haben, ja, dann machen sie dasselbe wie der Bauernhof nebenan und im Wesentlichen versorgen sie sich selber. Sondern Marx fällt auf, dass die Veränderung von der feudalen, bäuerlichen Gesellschaft zur Industriegesellschaft durch Zwang stattgefunden hat. Also haargenau das Gegenteil von dem, was Adam Smith sagt. Adam Smith sagt, es gibt keinen Zwang, weil ich muss ja mit niemandem tauschen. Das heißt, mehr Tausch gibt es immer nur, wenn es keinen Zwang gibt. Und das heißt eben einen Schritt weiter, dass wir heute in einer Gesellschaft leben, die so viel Zwang hat, die so viel Tausch hat, hängt eben gerade nicht von Zwang ab. Und Marx hat das in seinem 24. Kapitel, die sogenannte ursprüngliche Akkumulation, 1867 in dem Buch Das Kapital ganz gut erklärt, wie seine Sicht war, wie Bauern zu Fabrikarbeitern wurden. Und dort bemerkt er eben zwei Gründe. Und der erste, der stimmt noch mit Adam Smith überein. Er merkte also, die Bauern konnten erstmal frei werden. Ja? Also es gab ja früher die Leibeigenschaft. Sie waren auf dem Gebiet eines bestimmten, keine Ahnung, Grafen oder König und haben dem 10% von ihren Einnahmen abgegeben. Dafür konnte der immer coole Feste auf seinem Schloss machen, zu denen sie aber nicht eingeladen waren. Schade für sie. Dafür mussten sie dann halt für den kämpfen, wenn der in seiner Armee Leute brauchte oder sowas. Ja, es war Leibeigenschaft. Und ein Bauer konnte eben nicht sagen, tschüss, ich gehe mal zu dem anderen Typen, der bietet mir irgendwie bessere Bedingungen. Ja, sie waren Leibeigner. Und Karl Marx sagt, und das findet er durchaus, ja, was heißt positiv? Er wird sagen, das war eine Weiterentwicklung der Gesellschaft, dass der Bedarf der Kapitalisten, also da waren Fabriken und da mussten Leute arbeiten, dieser Bedarf der Kapitalisten an Arbeitskräften zerschmetterte sozusagen die Leibeigenschaft. Ja? Die Kapitalisten, werden wir auch noch bei Karl Polanyi drüber reden, die brauchten eben Menschen, die in ihren Fabriken arbeiten. Die Politik wollte diese Fabriken, weil die viele Steuern zahlen und so weiter und hat, naja, es war jetzt nicht so, dass die sich unterhalten haben und dann kam das dabei raus, aber dann endete sozusagen die Leibeigenschaft. Also in gewisser Weise, auf diese Art und Weise, war der Kapitalismus auch für Marx eine Befreiung der Menschen, nämlich aus Leibeigenschaft und wie er auch sagt, aus der Idiotie des Landlebens. Aber die Menschen wurden nicht nur befreit, damit es zu unserer Gesellschaft kam, sondern zweitens, und das ist der Punkt, wo er eben gerade nicht mit Adam Smith übereinstimmt, meint er, dass den Bauern gleichzeitig auch jede andere Möglichkeit genommen wurde, das Leben zu leben, das sie vorher hatten, also ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Denn sonst hätten die überhaupt keinen Druck gehabt, in die Fabriken zu gehen. Deren Leben wurde nicht besser dadurch, dass sie in die Fabriken gingen. Ja, und wie war das jetzt so? Karl Marx meint, dass konkret die Bauern einfach enteignet und von ihrem Land vertrieben wurden. Sie können sich das so vorstellen, dass Gebiete, auf denen diese Bauern bisher einfach ihre Kühe haben zum Beispiel weiden lassen, eingezäunt wurden. Und dann hat jemand gesagt, das hier ist jetzt mein Land. Du darfst hier deine Kühe nicht mehr hinpacken oder du darfst hier dein Getreide nicht mehr anbauen. Ich habe hier ein Dokument. Das hat mir der Herzog oder irgendwer, der bisher dein Chef ist, irgendein Adliger, da steht drauf, wie mir jetzt dieses Land gehört. Und ich habe ihm dieses Land abgekauft, du kannst jetzt hier gehen. So, und wenn der Bauer dann gesagt hat, das ist aber mein Land, ich habe ja schon seit ein paar hundert Jahren meine Kühe, dann konnte man sagen, ja, dann zeig mal Dokumente. Und die hatten eben keine Dokumente. Die hatten einfach einen Hof, der da stand.
und den hatten schon ihre Eltern oder ihre Großeltern und den haben sie halt übernommen. Damit wurden also diejenigen, und auch gewaltsam, ja, also wenn dann jemand gesagt hat, ich gehe hier halt nicht weg, dann hat man gesagt, ja gut, wir können dich auch einfach vertreiben. Also die Bauern, die früher in der Marx-Welt sozusagen alle nicht spezialisiert waren, sondern jeder hatte so einen ähnlichen Bauernhof wie der nächste, wurden einfach von ihrem Land vertrieben. Denen wurde jede andere Möglichkeit genommen, ihr eigenes Leben zu leben. Und dadurch wurden die Bauern, es war ja jeder mal Bauer, also 97% aller Menschen in Deutschland haben früher von Landwirtschaft gelebt, wurden eben zum Proletariat, zu den Menschen, die in die Städte wandern mussten, zu Fabrikbesitzern gehen mussten und sagen mussten, kann ich an deiner Maschine arbeiten? Wenn nicht, dann habe ich kein Geld, um mir Brot zu kaufen und verhungere. Das heißt, diese Geschichte von Adam Smith, alle vertragen sich, alles ist gut, es gibt immer mehr Arbeitsteilung und irgendwann sind wir dann bei unserer Welt, wo es niemandem schlechter gehen kann, weil alle davon profitieren, dass man tauscht, sonst wird man eben nicht tauschen, die ist bei Marx eben das genaue Gegenteil. Nur weil die Bauern gezwungen wurden, ihr eigenes Leben aufzugeben, mit Gewalt vertrieben wurden, ist der moderne Kapitalismus entstanden. So, und was ist dann passiert? Marx sagt, ja, es stimmt, in diesen, zuerst waren es Manufakturen, dann waren es das, was man jetzt heute vielleicht Fabriken nennen könnte. Marx würde sagen, ja, es kann schon sein, dass dort die Möglichkeit bestand, erstmal mehr Wert zu erwirtschaften, als diese selben Bauern es damals auf ihrem Bauernhof konnten. Ja, also statt zwei Bauern zu haben, ist es besser, einen Bauern zu haben, der aber doppelt so effizient arbeitet und dann kann man den anderen Bauern in die Fabrik stecken und dann gibt es nicht nur, was weiß ich, genug zu essen, sondern auch vernünftige Küchenmöbel, die die anderen sich kaufen können. Also er würde schon sagen, dass dadurch die Produktionsmenge, die Produktionsfähigkeit gesteigert ist und dadurch könnten jetzt theoretisch die Menschen auch viel wohlhabender werden. Weil wenn man nur noch einen Bauer braucht, um das zu produzieren, was vorher zwei Bauern gemacht haben, naja, dann kostet das halt auch nur halb so viel. Ja? Sie müssen den Leuten eben nur noch halb so viel bezahlen. Wenn ein Bauer doppelt so viel herstellen kann, kann er auch alles ein bisschen günstiger anbieten. Aber praktisch floss der zusätzliche Wert, der erwirtschaftet wurde, eben nicht zurück an die Menschen, die an den Maschinen standen, sondern, und das ist jetzt das ganz, ganz zentrale Problem für Marx, an wen wohl? Naja, natürlich an die Fabrikbesitzer, an die Menschen, für die die Bauern, Querstrich, dann Proletarier, gearbeitet haben. Und die Möglichkeit zu sagen, ich bleibe jetzt hier auf dem Land, selbst wenn du das eingezäunt hast und arbeite für dich, die bestand eben auch nicht mehr. Beziehungsweise die bestand, aber dann hast du nicht mehr als eigener, selbstständiger Bauer auf deine Rechnung auf deinem Land gearbeitet, sondern dann hast du einfach für den Großgrundbesitzer gearbeitet, ja, und warst ja sozusagen auch nur ein Anhängsel von irgendeiner agrikulturellen, landwirtschaftlichen Maschine. Und das Problem ist jetzt laut Marx, dass weil so vielen Bauern ihr Land weggenommen wurde, die Kapitalisten sich umgekehrt vor Arbeitskräften nicht retten konnten und es sich leisten konnten zu sagen, wenn du die Arbeit nicht machst und mir vielleicht sogar tot umfällst, dann ist mir das ja egal, weil vor dem Fabriktor stehen jeden Morgen 5 neue Leute, die bereit sind, für denselben Hungerlohn oder noch niedrigeren Hungerlohn zu arbeiten, den ich dir bezahle. Das heißt, das, was Adam Smith meint, ja, die Welt ist ja eigentlich in Ordnung, weil die Leute müssen ja gar nicht arbeiten. Genau davon sagt Marx, das ist eben Quatsch. Die Leute müssen arbeiten, weil ihnen erst ihre vorherige Möglichkeit, ihr eigenes Geld zu erwirtschaften, weggenommen wurde. Und jetzt es immer zu viele gibt. Ich kann nicht sagen, ja, wenn ich das nicht will, dann schließe ich halt den Handel mit dir nicht ab und gehe zu einem anderen Fabrikbesitzer, der mir bessere Konditionen bietet, sondern es gibt immer zu viele Arbeiter. Es sind immer die Fabrikbesitzer, die sich aussuchen können, wer für sie die Arbeit macht. Und es sind immer die Proletarier, ja, die Arbeiter, die von anderen Arbeitern unterboten werden, wenn sie nicht bereit sind, zu Hungerbedingungen sozusagen zu arbeiten. Und die Folge davon ist wiederum, dass jene, die in den Fabriken arbeiten, alle kaum noch genug verdienen, um damit auch nur überleben zu können. Weil wenn eben einer von denen sagt,
ich kann gerade so meinen Kalorienbedarf decken, aber sozusagen, ich sieche hier vor mich hin, ich brauche ein bisschen mehr Geld von dir, Fabrikbesitzer, dann sagt der Fabrikbesitzer, wieso sollte ich das machen? Ich bezahle dir immerhin mehr als null und wenn du nicht mehr willst, dann nehme ich mir halt einfach irgendeine anderen dieser ausgemergelten Gestalten, die da vor meinem Fabriktor arbeiten und warten und für mich arbeiten möchten. Ich habe keinen rationalen Grund, dir mehr zu zahlen. Und das passierte zuerst in England, weil in England die Industrialisierung zuerst war. Und Marx meint, dass der Kolonialismus dieses System dann in den Rest der Welt gebracht hat. Weil sie können natürlich auch aus England heraus oder aus Deutschland heraus in ein anderes Land gehen, da einfach alles einzäunen, wiederum sagen, ist ja doof, dass ihr bisher immer wart. Der König von England hat gesagt, keine Ahnung, Südafrika gehört jetzt mir. Euer Land gehört jetzt mir, aber ist okay, ihr könnt in meinen Minen arbeiten oder ich stelle euch hier eine Fabrik hin, in der könnt ihr arbeiten. Ja, also es passiert erstmal in den sozusagen Grundländern des Kapitalismus. England war eben das erste Land, wo es eine Industrialisierung gab. Und wurde dann exportiert in Kolonien, wo eben dieselbe Art von Ausbeutung stattfand. Und was Sie jetzt wahrscheinlich gerade selbst bemerken, ist, dass Marx sozusagen hier ein System beschreibt, ja, das quasi in der Hölle ersonnen wurde. Erst nehme ich den Leuten weg, womit ihnen bisher möglich war, sich selber zu ernähren, und dann zwinge ich sie, bei mir für einen Hungerlohn zu arbeiten, weil sie ja keine andere Möglichkeit mehr haben, irgendwie noch ihr Überleben ansonsten sicherzustellen. Das heißt, dass Marx Kritik an Adam Smith ist oder wäre, dass auf dem Weg von der undifferenzierten Agrargesellschaft hin zum Kapitalismus und dessen Arbeitsteilung überhaupt nichts Natürliches passiert ist. Die Bauern wurden vielmehr mit Gewalt von ihrem Land vertrieben, weil man ihnen ihr Land weggenommen hat. Und erst dadurch, nicht weil irgendwelche Leute harmonisch irgendwie immer mehr Handel treiben, erst dadurch haben die angefangen, spezialisierte Arbeit in Fabriken zu leisten. Und diesen gewaltsamen Weg zum Kapitalismus, den hat Marx eben gesehen und daraus ein paar Lehren gezogen. Und das ist nämlich erstens die Lehre des sogenannten Materialismus, der zum Beispiel, mit dem er Hegel kritisiert vor ihm und der heute auch ganz oft, wenn man so zwei soziologische Perspektiven gegeneinander setzt, im Gegensatz zu Max Weber steht. Max Weber, nächste Sitzung. Und das Gegenteil von diesem Materialismus ist Idealismus. Werde ich Ihnen aber gleich erklären. Und zweitens die Idee, dass man alles, was in der Gesellschaft passiert, durch die Ausbeutung einer Klasse durch die andere Klasse erklären kann. Lassen Sie mich also mal beides erklären. Erstmal dieser Unterschied Idealismus und Materialismus. Das sind im Wesentlichen, und darum ist es mir auch so wichtig, Ihnen das zu erklären, immer noch zwei wichtige Sichtweisen in der Soziologie. Und was ist jetzt der Materialismus? Was Marx eben den anderen Philosophen vorwirft, so wie wir es ja im Eingang der Humboldt-Universität gesehen zu haben, ist genau das, was Sie jetzt hier auch noch sehen, eben, dass die Philosophen die Welt nur interpretiert haben und es aber darauf ankommt, sie zu verändern. Denn was bisher Philosophen angenommen haben, eben mit Hegel, Friedrich Wilhelm von Hegel, glaube ich, ist, dass das Bewusstsein erklärt, wie die Welt ist. Ich bin jetzt kein großer Philosoph, aber bei Hegel gab es den Weltengeist. Also der hat gesagt, es gibt eine bestimmte Art des Denkens und diese Art des Denkens materialisiert sich dann in der realen Welt. Ja? Was wir bei Max Weber sozusagen eine neuere Erklärung dieses Ansatzes ist, es gibt eine Art des Denkens, die sich verändert, nämlich der Protestantismus kommt auf und dadurch entsteht eine neue Art des Wirtschaftens, nämlich der Kapitalismus. Ja, das wären idealistische Erklärungen. Es gibt eine bestimmte Art zu denken und daraus erklären sich die materiellen Verhältnisse. Ja, wahrscheinlich wäre das auch was, womit man Gender Studies und andere Bereiche erklären kann. Ne? Wenn man jetzt sagt, eine idealistische Sichtweise ist, wir denken über Geschlecht so und so und dann konstruieren wir diese Unterschiede. Und wer anders würde sagen, nein, es gibt materielle Unterschiede und das erklärt unser Denken. Also Idealismus, das Bewusstsein erklärt, wie die Welt ist. Und Marx verfolgt aber genau die entgegengesetzte Richtung. Er ist sozusagen ärgerlich,
dass die ganzen Philosophen bisher immer nur gesagt haben, ja, es gibt da so Gedanken und wie die Menschen denken, damit können wir erklären, wie sie wirklich leben. Und Marx sagt eben genau das Gegenteil. Nein, nicht das Denken erklärt die materiellen Umstände, sondern die materiellen Gegebenheiten erklären, wie Menschen denken. Und hier habe ich Ihnen das mal in einem ganz prägnanten Zitat von Marx zusammengefasst. Also die Gedanken der herrschenden Klasse sind in jeder Epoche die herrschenden Gedanken. Das heißt, die Klasse, welche die herrschende materielle Macht der Gesellschaft ist, ist zugleich ihre herrschende geistige Macht. Die Klasse, die die Mittel zur materiellen Produktion zu ihrer Verfügung hat, disponiert damit zugleich über die Mittel zur geistigen Produktion, sodass ihr damit im Durchschnitt die Gedanken derer, denen die Mittel zur geistigen Produktion abgehen, unterworfen sind. Die herrschenden Gedanken sind weiter nichts als der ideelle Ausdruck der herrschenden materiellen Verhältnisse. Also hiermit meint Marx, es gibt eine herrschende Klasse, nämlich diejenigen, die Produktionsmittel haben. Und die produzieren die herrschenden Gedanken. Die herrschenden Gedanken reproduzieren die Gedanken, ja, wenn Sie so wollen, der Bourgeoisie. Und das heißt, wer die Produktionsmittel hat, der beherrscht auch gleichzeitig, was die Menschen denken. Ja? Und das heißt aber auch umgekehrt, dass was wir alle denken, sich einfach aus dem Kapitalismus erklärt. Das heißt, in dieser Sichtweise sind dann schlussendlich auch Staat, Justiz, Kultur, Moralvorstellungen immer nur die Folge und niemals die Ursache materieller Umstände. Eine gewisse, und ich bin jetzt auch, ich habe sozusagen nicht mein Leben Karl Marx gewidmet, eine gewisse Schwierigkeit scheint mir dann darin zu sein, dass ja Marx selber sagt, dass durch eine Veränderung des Denkens, ja, indem man den Leuten klar machen kann, wie sinnlos und schlimm doch der Kapitalismus ist, eine Veränderung der Produktionsbedingungen kommen kann, nämlich man die Revolution schafft, mit der dann der Kapitalismus beendet wird und der Kommunismus beginnen kann. Wobei, ich bin da kein Experte, aber ich denke mal, Marx würde sagen, ja, das funktioniert nur, weil die Unlogik des Kapitalismus selbst zu immer weiteren größeren Krisen führt. Und am Ende muss dann der Kapitalismus zusammenbrechen. Vielleicht würde Marx auch sagen, mich sozusagen braucht es gar nicht, sondern der Kapitalismus würde sich automatisch erledigen. Ja? Aber dann müsste man eigentlich sozusagen auch nicht bewusst probieren, den Kommunismus hervorzubringen. Ja? Weil es müsste automatisch passieren. Also da bin ich jetzt auch nicht irgendwie der super Marx-Experte oder sowas. Aber ganz wichtig, jetzt gibt es natürlich auch Leute, die sagen, ah, das hat Marx aber auch an anderen Stellen so ein bisschen differenzierter gesagt. Aber Marx kann, wenn Sie so wollen, Ihr Kronzeuge für die Idee sein, dass eben nicht unser Denken erklärt, welche Welt wir uns dann bauen, sondern vielmehr die Welt, in der wir leben, unser Denken erklärt. Und Marx ist damit eben auch ziemlich radikal in seinem Denken, weil er meint, dass die herrschenden Gedanken immer nur jene Gedanken sind, die eben auch die herrschende Klasse unterstützen. Ja, das heißt, Sie können nicht von der Politik hoffen, dass die ihnen hilft, die Ausbeutung der Arbeiter zu beenden, weil deren Gedanken infiziert sind von den Gedanken der Kapitalisten. Ja? Und das ist Ihnen jetzt vielleicht zu radikal, aber in einer etwas abgeschwächten Version würde man einfach sagen, naja, es gibt ja tatsächlich sowas wie Lobbyismus und ob das jetzt der einzige Einfluss ist, darüber können wir nachdenken, aber definitiv gibt es ja wirtschaftliche Interessen, die Einfluss auf das nehmen, was die Politik an Gesetzen herausbringt. Das heißt aber, wenn ich weiß, was die herrschende Klasse will, in diesem Fall also die Kapitalisten, dann weiß ich auch, welche Gedanken staatlichen Gesetzen zugrunde liegen, der Kultur zugrunde liegen. Also alles, was passiert, unterstützt immer nur die herrschende Klasse. Überall ist Unterdrückung sozusagen. Ja, und jetzt fragen Sie sich vielleicht, wenn sich all das aus den materiellen Bedingungen ableitet, was ist denn dann die materielle Bedingung, aus der man die Fortentwicklung der Gesellschaft und eben auch alle Kultur, Justiz, Politik erklären kann?
Also wie kann man die gesellschaftliche Entwicklung aus der Entwicklung der Wirtschaft erklären? Und Marx beantwortet diese Frage, indem er von folgenden Ausgangspunkten ausgeht. Und Sie können ja mal überlegen, ob Sie sagen, Mensch, das ist so und Marx hat es herausgefunden, oder Sie können sich überlegen, aber an dem Punkt mache ich nicht mehr mit. Die erste Idee ist, Menschen müssen immer für ihren Lebensunterhalt arbeiten. Wenn sie es nicht machen, dann sterben sie. Ja, früher musste man irgendwelche Beeren pflücken oder was auch immer, aber sie müssen in aller Regel tätig werden, damit ja, ganz einfach ihr Körper nicht desintegriert. Sie müssen dem Wasser zuführen, sie müssen dem Kalorien zuführen, sie müssen den vor allzu starker Kälte schützen und so weiter. Weil das so ist und weil es dabei um materielle Interessen geht, ja, also sie brauchen die Beere und das Feuer, und später brauchen sie dann vielleicht den warmen Mantel. Ja? Darum sind Menschen immer auch durch ihre materiellen Interessen geleitet. Ja? Es sind materielle Interessen, die dafür sorgen, dass ihr Körper sozusagen nicht kaputt geht. So, und die Produktion dieser materiellen Güter, die Verteilung, dieser Gebrauch dieser Güter, das führt wiederum zu menschlichen Beziehungen und erklärt auch diese Beziehungen. Weil wir so miteinander in Kontakt treten. Ja? Wir kollaborieren beim Mantelherstellen, sie arbeiten in der Fabrik von der Person, die den Mantel herstellt und so weiter. Und dann sagt er, weil das so ist, weil das, was uns am allerzentralsten ausmacht, unsere ja, materiellen Interessen sind. Und weil das so zentral ist, darum kann man eben auch aus unseren materiellen Interessen, also letztlich aus der Wirtschaft, alles andere erklären. Insofern kann man eben Gesellschaft durch die Wirtschaft erklären. Und diese Sichtweise, dieser Ausgangspunkt des Denkens von Marx, den nennt man eben historischen Materialismus, weil er die Geschichte, Historie, materialistisch durch die Notwendigkeit zur Produktion und durch die Produktionsverhältnisse erklärt. Also kommt eben raus der historische Materialismus. Und der zweite Ausgangspunkt ist eben, neben der Idee dieses Materialismus, den man vom Idealismus abgrenzen kann, dass dabei es immer so ist, also das ist der zentrale Gegensatz, dass immer eine Klasse eine andere Klasse ausbeutet. Ja? Also erstmal, man geht von den Produktionsverhältnissen aus und das Wichtige an den Produktionsverhältnissen ist, dass die immer daraus bestehen, dass eine Klasse eine andere Klasse ausbeutet. Ja? Das heißt, innerhalb dieses historischen Materialismus, meint Marx, einen einzigen zentralen materiellen, also ein materielles Entwicklungsgesetz der menschlichen Geschichte gefunden zu haben. Und das ist der immer vorhandene Gegensatz von ausgebeuteter und ausbeutender Klasse. Seiner Meinung nach gibt es immer einen Widerspruch zwischen den einen Leuten, die die Möglichkeit haben, auszubeuten, und zwischen den anderen Leuten, die ausgebeutet werden. Und dieser Widerspruch, dieser Konflikt, der durchzieht nach Marx die gesamte Menschheitsgeschichte und erklärt sie. Also es ist nicht nur so, dass das da irgendwie so rumläuft, sondern wenn ich weiß, wer wen ausbeutet und wie sich das verändert, dann kann ich die Geschichte der Menschheit verstehen. Anders formuliert: Die Geschichte der Menschheit ist einfach nur eine Geschichte veränderter Ausbeutungsverhältnisse. Ja? Wer wen ausbeutet und wie das passiert, verändert sich. Aber dass irgendwer irgendwen ausbeutet, das ist immer so. Das ist für Marx das Gesetz der menschlichen Entwicklung. Ja, und das geht er dann tatsächlich auch durch die, wie wollen Sie es nennen, Zivilisationsstufen durch. Also anfangs gab es beispielsweise die Sklaverei. Ja, da hat ganz klar eine Klasse, nämlich diejenigen, die Sklaven gehalten haben, die andere Klasse, nämlich die Sklaven, ausgebeutet. Es haben sich aber Gegenkräfte gebildet, nämlich die Versklavten, die dann irgendwann zur Abschaffung der Sklaverei führten und zur Etablierung der Feudalherrschaft. Da war es dann so, dass der Lehnsherr seinen armen Bauern, der da auf seinem Land arbeiten musste, ausbeuten konnte. Aber auch die Feudalherren schufen sich eben mit dem neu entstehenden Bürgertum Gegenkräfte, die irgendwann zu ihrer eigenen Vernichtung, also zu der Vernichtung der Feudalherren führte. Das heißt,
Immer beutet eine Klasse eine andere Klasse aus. Sklavenhalter, die Sklaven in der Antike, Feudalherren, ihre, wie nennt man die denn nochmal? Ich vergesse immer den Namen. Wissen Sie es noch? Wissen die nochmal? Ihre sozusagen Bauern im Mittelalter und jetzt eben mit dem Ende des Mittelalters die Bourgeoisie, die Arbeiter. Das heißt, die Gesellschaft erreicht eine neue Entwicklungsstufe nach der anderen und die neue Entwicklungsstufe heißt aber nur, jetzt ist wer Neues, eine neue Klasse entstanden, die ausbeutet. Und die modernste Form ist eben, dass die Bourgeoisie, die Kapitalisten, die Produktionsmittel haben und damit das Proletariat ausbeutet, das nur seine Arbeitskraft verkaufen kann. Und damit Marx jetzt aber annehmen kann, dass es immer und überall zur Ausbeutung kommt, muss er eben auch ganz andere Annahmen treffen als Adam Smith. Denn während Smith eben meint, dass der Lohn davon abhängt, wie viel jemand produziert, meint Marx, dass der Lohn immer nur so hoch ist, dass man gerade so davon überleben kann, eben weil er annimmt, dass diejenigen, denen die Produktionsmittel gehören, im Zweifelsfall immer denen, die die Produktionsmittel nur bedienen, kaum was vom erwirtschafteten Wohlstand abgeben, weil sie müssen es ja nicht, weil es immer einen Überfluss an Leuten gibt, die bereit sind zu arbeiten. Das heißt, mehr als einen Hungerlohn zu zahlen, lohnt sich nicht. Wenn ich nicht mal den zahle, dann können die Leute auch direkt verhungern, als zu arbeiten. Aber nur etwas über dem Niveau des Hungers oder nur ein Lohn etwas über dem Niveau, wo ich sozusagen ja, sowieso verhungern würde, reicht sozusagen schon. Ja, und was kann man jetzt dagegen tun, dass die Kapitalisten die Arbeitnehmer ausbeuten? Die Arbeiter müssen sich eben zusammentun. Alle Arbeiter müssen ihr gemeinsames Interesse erkennen. Und was ist dieses gemeinsame Interesse aller Arbeiter? Da alle Arbeiter von den Kapitalisten ausgebeutet werden, teilen auch alle Arbeiter dasselbe Interesse, nämlich genau diese Ausbeutung zu beenden, unter der sie ja alle gleichermaßen leiden. Ja, wenn man erstmal die Sicht hat, dass die Gesellschaft nur aus diesen zwei Klassen besteht, dann ist es auch ganz einfach zu sagen, dass die alle dann dieselben Interessen sozusagen haben. Kurze Frage, Pause oder können Sie noch? Mal ganz kurz Hand heben. Wer kann noch? Okay, wer sagt Pause? Ja, halb, halb, aber dann die meisten von Ihnen sind, glaube ich, noch fit. Machen wir noch ein bisschen weiter. So, und jetzt ist aber für Marx der Trick, dass die Arbeiter das erstmal merken müssen. Jeder einzelne Arbeiter ist ja nur sozusagen ein armer kleiner Dulli, der in die Fabrik geht und sich da ausbeuten lässt. Der muss ja erstmal merken, dass es allen anderen genauso geht wie ihm und nicht nur in seiner Fabrik, sondern in seiner Stadt, in seinem Land, ja, und schlussendlich auf der ganzen Welt. Das heißt, die Arbeiter müssen ihr gemeinsames Interesse erkennen. Die müssen merken, hey, wir werden ja alle ausgebeutet. Es ist nebenbei gesagt auch völlig egal, ob du eine andere Hautfarbe hast oder ob du ein anderes Geschlecht hast oder was auch immer. Wir werden alle ausgebeutet. Das ist der zentrale Gegensatz. Ich bin sozusagen genauso arm dran wie du. Egal welches Geschlecht wir haben, egal wo wir herkommen, egal welche Religion ich habe oder egal, nehmen Sie irgendwelche anderen Unterschiede, die es ansonsten noch gibt. So, und wenn sich die Arbeiter zusammentun, dann können sie das schaffen, dass sie ihre eigene Ausbeutung beenden und nur dann können sie dafür sorgen, dass die Arbeitgeber ihnen mehr als den absoluten Minimallohn zahlen. So, und wenn ich das mache, wenn ich sozusagen sage, oh, ich bin jetzt aber nicht mehr bereit, für so wenig Geld zu arbeiten, dann denkt sich Marx, könnte man doch auch gleich noch einen Schritt weiter gehen. Nämlich anstatt zu sagen, zahl mir mal mehr, könnten die Arbeiter doch auch gleich sagen, weißt du was, wir nehmen uns jetzt einfach die Produktionsmittel. Warum sollst du, Chef, eigentlich diese Fabrik haben, wo das Fließband ist? Das ist jetzt einfach unsere Fabrik. Und zwar vielleicht nicht meine und die von meinem Mitarbeiter, der zusammen mit mir da dran steht, sondern die der Arbeiter. Ja? Warum nicht einfach die Kapitalistenklasse abschaffen? Also warum nicht der Bourgeoisie die Produktionsmittel einfach wegnehmen, statt zu sagen, behaltet die ruhig, aber gebt uns ein bisschen mehr Geld.
Also für Marx ist das nur konsequent. Warum sollten die Arbeiter die Fabriken, in denen sie sowieso arbeiten müssen, nicht auch gleich besitzen? Warum sollten sie nicht für sich selber arbeiten, statt für die Kapitalisten zu arbeiten? Und Marx meint, dass es dazu kommen muss, weil es logisch ist. Weil schon immer eine Klasse durch ihre Ausbeutung sich eine Gegenklasse geschaffen hat, diese Gegenklasse dann sozusagen aufgestanden ist und die Klasse, die sie bisher ausgebeutet hat, ablöst. Nur, was Marx jetzt natürlich sagt, ist, klar, es soll die Diktatur des Proletariats geben, aber weil dann alles allen Arbeitern gehört, gibt es niemanden mehr, der ausbeutet, und es gibt auch niemanden mehr, der ausgebeutet wird, sondern es gibt nur noch alle Arbeiter, denen kollektiv die gesamten Produktionsmittel gehören. Und Marx meint, das muss passieren, weil die Arbeiter miteinander reden, ja, mir geht es ja ganz schön schlecht hier, ja, mir geht es auch ganz schön schlecht hier, ach, dann ist das ja ganz ähnlich, wie es uns geht, ja. Und das immer mehr passiert. Zwei Arbeiter bemerken das zusammen, vier Arbeiter bemerken das zusammen. Das heißt, irgendwann werden alle Arbeiter kollektiv bemerken, Mensch, wir werden ja alle ausgebeutet. Das ist ja für niemanden von uns hier toll. Und dann kommt es sozusagen zur Revolution, die es auch bisher schon immer in der Geschichte gab, ne, wo die ausgebeutete Klasse merkt, das ist ja nicht so toll, jetzt machen wir ja mal eine Revolution und beenden die Ausbeutung. Und warum geht das nicht anders? Warum müssen die Arbeiter selber, warum muss aus denen heraus die, ja, kommunistische Revolution kommen? Warum kann der Staat das nicht machen? Ja, denken Sie daran, weil ja Marx meint, dass die herrschenden Gedanken, auch die Rechtsprechung, die Justiz, die Politik, immer nur die Interessen der herrschenden Klasse, also der Fabrikbesitzer, hat. Ja? Also Sie können nicht auf den Staat zählen. Der Staat ist sozusagen auf der Seite ihrer Gegner, der Kapitalisten. Allerdings, das ist jetzt nicht direkt Marx, da fing dann auch der Unterschied zwischen, ja, Kommunismus, Marxismus einerseits und dem, was man heute Sozialdemokratie nennen würde, an. Ja, weil die Sozialdemokraten oder viele Sozialdemokraten zumindest gesagt haben, wir schaffen es, es ist möglich, Veränderungen innerhalb der bestehenden staatlichen Strukturen zu bringen. Wir glauben eben nicht daran, dass der Staat automatisch immer nur die Interessen der Arbeiter, der kapitalistischen Klasse durchsetzt, sondern es ist eben auch möglich, im Staat für eine Verbesserung der Arbeiter zu sorgen, während Kommunisten sagen, nee, das funktioniert nicht, ja, wir müssen den Staat, zumindest so wie er jetzt ist, abschaffen. Es muss die Revolution geben. Und nur das beendet die Ausbeutung. Und das hängt eben an dieser Idee, ob ich glaube, dass der Staat sowieso sozusagen gefangen genommen ist, wie so eine Geisel von den Kapitalisten, oder ob der Staat auch in der Lage ist, gegen die Kapitalisten zu handeln. Wenn man das jetzt mal entgegenstellt, dann kann man sagen, dass Adam Smith in der Arbeitsteilung eine gigantische Produktivitätsmaschine gesehen hat. Und dass Marx sagen würde, dass das stimmt, ja, durch die Arbeitsteilung kann man tatsächlich viel mehr produzieren. Das bringt aber nichts, weil dieser riesige Reichtum eben nicht an diejenigen geht, die ihn nötig haben, sondern an die, denen es sowieso schon am besten geht. Und durch diesen Widerspruch, den auch immer mehr Leute erkennen werden, gräbt sich der Kapitalismus automatisch sein eigenes Grab. Ja, weil einfach Leute sehen, dass das nicht gut ist, was da gerade passiert. Und jetzt fragen Sie sich vielleicht, okay, aber jetzt könnten doch die Kapitalisten extra schlau sein. Nachdem Karl Marx Ihnen jetzt erzählt hat, dass sie sich selber mit der Ausbeutung der Arbeiter ihr eigenes Grab graben, weil sie selber dazu führen, dass die ausgebeuteten Arbeitnehmer merken, wie schlimm ihr Leben ist, merken, wie ungerecht das ist und dann eine Revolution machen. Warum können die Kapitalisten dann sich nicht selbst regulieren, ja, oder beispielsweise die armen, ausgebeuteten Proletarier etwas weniger arbeiten lassen oder ihnen etwas mehr abgeben? Und jetzt gucke ich mal, wie viel noch kommt. Das erklärt Marx eben ganz anschaulich in dem Kapitel Der 8-Stunden-Arbeitstag in seinem Hauptwerk Das Kapital.
Ja, also warum können die Kapitalisten der Kapitalismus sich nicht selber regulieren, wenn Marx ihnen doch so toll erklärt hat, warum sie sich selber zerstören, wenn sie nicht auf ihn hören? Und das erklärt Marx in der Schrift Der 8-Stunden-Arbeitstag. Und da argumentiert Marx, prinzipiell wäre es sinnvoll, dass es einen 8-Stunden-Arbeitstag und ein Verbot von Kinderarbeit gibt. Und ja, dazu müssen Sie wissen, dass Kinderarbeit früher ganz normal war. Das hier ist ein kleiner Arbeiter in einem US-Kohlebergwerk, circa 1900, der eben einen 14-Stunden-Arbeitstag hatte. Also beschweren Sie sich nicht über Ihr anstrengendes Studium. Früher hätten Sie sozusagen in der Kohlemine arbeiten müssen, aber okay, Sie hätten wenigstens eine coole Pfeife gehabt. Und auch das hier sind Kinder, die 1907 in einem Kohlebergwerk in den USA gearbeitet haben und einen 14-Stunden-Arbeitstag hatten. Ja? Das war eben normal. Die durchschnittliche Arbeitszeit 1850 war 80 Stunden. Das heißt, wenn Sie sagen, das ist so schlimm mit diesen 40 Stunden, ich kann mir das nicht vorstellen, ja, Sie hätten eine doppelt so lange Arbeitszeit Mitte des 19. Jahrhunderts gehabt. Und auch Marx sagt ja aber nicht, das ist gut so, sondern er stellt sich eben die Frage, ja, wie kommt es zu diesen ausgemergelten Gestalten, die Sie hier auf dem Bild gesehen haben, in einer Welt, in der es sie doch eigentlich gar nicht mehr geben müsste. Ja? Also in der es doch eigentlich viel mehr Reichtum als früher gibt, den wir aber nur richtig verteilen müssen. Das heißt, das findet er erstmal moralisch verwerflich. Und jetzt geht er aber einen Schritt weiter und sagt, es ist ja nicht nur moralisch verwerflich, sondern es ist ja auch unproduktiv. Denn wenn schon die Kinder arbeiten müssen, also wenn der Mensch gar nicht erstmal Zeit hat, zu seiner ja, vollständigen Robustheit, sagen wir mal, heranzureifen, sondern wenn der Kapitalismus die Menschen, die neu heranreifen, sozusagen schon verschleißt, bevor man sie überhaupt richtig ausbeuten kann, dann zerstört ja der Kapitalismus damit auch seine eigenen Grundlagen. Also indem die Kapitalisten die Kinder arbeiten lassen und die Kinder kaputt sind, bevor sie überhaupt Erwachsene sind, kann auch der Kapitalist nicht deren vollständige Arbeitskraft ausbeuten. Das heißt, es ist auch rein ökonomisch betrachtet einfach ineffizient, dass so viele Kinder durch die harte Arbeit schon so früh sterben, dass der Kapitalismus eben nie ihre ganze Arbeitskraft ausbeuten kann, einfach weil sie so früh sterben. Und auch bei den Erwachsenen, nicht jeder ist dafür gemacht, 14 Stunden in der Kohlemine zu arbeiten, ist es ja doof, dass die alle nach so kurzer Zeit sterben. Vielleicht würde man heute sagen, die haben Burnout zumindest. Ja? Leider hatten sie dann früher auch nicht genug zu essen, wenn sie Burnout hatten. Und dass der Kapitalismus die dann nicht mehr ausbeuten kann. Ja? Das heißt, zu viel, zu schnell von den Menschen zu verlangen, sorgt dafür, dass sie eben nicht gründlich ausbeuten können. Und jetzt sagt Marx, naja, damit, selbst wenn die Kapitalisten, selbst wenn das ihr Ziel ist, die Leute so richtig gründlich auszubeuten, dann wäre es doch immer noch gut, wenn sie zumindest 8 Stunden arbeiten und vielleicht erst mit 14 oder 18 damit anfangen. Ja, damit man sie dann vielleicht, sagen wir mal, 50 Jahre ausbeuten kann und nicht nur 20 Jahre, nachdem sie an Lungenkrebs sterben oder sowas. Und Marx macht dazu noch folgende Überlegung. Er sagt, dass prinzipiell ja auch jeder Arbeiter nur so lange arbeiten müsste, bis er selbst genug hat, um davon vernünftig leben zu können. Das Problem ist aber, der Arbeiter arbeitet ja gar nicht für sich selbst, sondern für den Arbeitgeber. Und für den gibt es eben nie genug. Der wird nicht sagen, ein bisschen Profit reicht, sondern klar, mehr Profit ist besser als weniger Profit. Und deswegen wird der Arbeitgeber, der Kapitalist, den Arbeitnehmer immer so lange weiterarbeiten lassen, bis der Tod umfällt. Also der Kapitalismus hat keine natürliche Grenze, denn der Kapitalist will eben möglichst kurzfristig möglichst viel Profit aus seinen Arbeitern rausschlagen. Und weil er eben seinen Profit ja maximieren will, ist das auch genau derselbe Grund, warum er von dieser ganzen Arbeit dem Arbeiter dann nur so wenig abgibt. Deswegen meint Marx sogar, dass Lohnarbeit eigentlich dasselbe ist, wie es Sklavenarbeit früher war. Der einzige Unterschied ist, dass die Sklaven früher offiziell nicht das Recht hatten, den Job zu wechseln. Die Lohnarbeiter könnten das zwar offiziell, sind aber durch ihre de facto materielle Armut genauso gezwungen, so lange zu arbeiten, bis sie an Überarbeitung sterben. Also die wirkliche Freiheit der Arbeiter ist auch nicht größer als
die Arbeit als die Freiheit der Sklaven. Weswegen, Sie sehen, wie innerhalb dieses Gedankengebäudes alles relativ gut ineinander greift, Marx auch sagt, ja, dann startet doch die Revolution. Ihr habt ja sowieso nichts zu verlieren außer eure Ketten. Schaut euch euer Leben an, wie schlimm es ist. Schlimmer kann es doch gar nicht werden im Kommunismus. Und weil eben der Kapitalist, weil eben mit mehr Arbeit nur der Profit des Kapitalisten steigt und nicht das, was der Arbeitnehmer abbekommt, sagt Marx auch, es ist gar nicht mal so, dass weniger hergestellt werden könnte, wenn die Arbeiter kürzer arbeiten würden, sondern es wird einfach nur der Profit sinken. Es geht also in der Wirtschaft auch gar nicht um das Bereitstellen von Gütern, sondern es geht nur um kurzfristige Profitmacherei. Denn wenn der Arbeiter lange arbeiten würde, wenn ich den lange ausbeuten könnte, dann wird er ja langfristig auch viel, viel mehr herstellen können, aber kurzfristig für den einzelnen Kapitalisten eben nicht ganz so viel Profit erwirtschaften. Und was Sie sich jetzt klar machen müssen, und das ist übrigens immer noch, würde ich sagen, ein Unterschied, sagen wir mal, zwischen der FDP und der Linkspartei, während jetzt Adam Smith immer von der Annahme ausgeht, dass ein Arbeiter, dem es nicht gefällt, einfach woanders hingehen kann und dann da möglicherweise bessere Bedingungen hat, glaubt Marx, dass es umgekehrt ist. Die Arbeitgeber können sich's aussuchen. Wenn ein Arbeiter kaputt ist, ja, dann nehme ich mir einfach den nächsten. Es gibt ja immer genug sozusagen. Marx vermutet also, dass es generell immer mehr Arbeitskräfte gibt als verfügbares Kapital. Ja, es wird immer so sein, dass es zu viele Arbeiter gibt, die in zu wenigen Fabriken arbeiten können. Wir reden mal darüber, für wie realistisch Sie das heute noch halten, aber dass der Arbeitgeber sagt, oh Mensch, jetzt muss ich mich aber mal richtig ins Zeug hängen und hier richtig toll die Arbeitsbedingungen machen, sonst arbeitet keiner für mich. Das findet in Marx Gedankengebäude nicht statt. Da können wir drüber reden, ob Sie meinen, dass das nicht heute auch so ist. Und das Problem, warum jetzt die Kapitalisten selber das nicht lösen können, ist, dass dieses System zwar für den einzelnen Kapitalisten funktioniert, sich insgesamt dabei aber selber kaputt macht. Der einzelne Kapitalist kann ja sagen, ja, das ist mir egal, wenn du stirbst, solange immer noch genug Leute vor meinem Fabriktor sind, die arbeiten wollen. Aber was für den einzelnen Kapitalisten funktioniert, macht halt die Gesellschaft insgesamt kaputt. Ja, das heißt, der einzelne Kapitalist hat gar kein Interesse daran, dieses System zu ändern. Ja, das ist ungefähr so wie mit Umweltschutz. Für Sie selber funktioniert es super, das Gift aus Ihrer Fabrik einfach in den Fluss zu leiten. Für alle anderen ist das blöd, aber das ist nicht Ihr Problem. Das heißt, der einzelne Kapitalist hat kein Interesse, das zu ändern. Und weil die Kapitalistenklasse eben aus vielen einzelnen Kapitalisten besteht, ändert sich auch nichts. So. Und selbst wenn jetzt einer der Kapitalisten aber einfach ein besonders guter Mensch wäre und sagt, ich will das aber ändern, dann könnte er das auch nicht, weil dieses System nichts mit den Charaktereigenschaften der einzelnen Personen zu tun hat. Jetzt sagen wir mal, einer dieser fiesen Ausbeuter würde sagen, ich ändere das jetzt. Ich beute meine Arbeiter nicht mehr aus. Ich will nämlich nicht so böse sein. Ja, das Problem daran ist, was passiert dann? Wenn der seinen Arbeitern ein bisschen mehr abgibt, ist sein Profit niedriger, er kann weniger Gewinn machen und das Blöde ist, dass dann der andere Kapitalist, der mehr Gewinn macht, damit auch schneller expandieren kann und ihn ja dann schlussendlich einfach aufkaufen kann. Das heißt, die netten Kapitalisten gehen unter. Ja? Alle, die probieren, nett zu ihren Arbeitnehmern zu sein, die probieren, ihre Arbeitnehmer nicht mehr auszubeuten, das sind eben diejenigen, die nicht überleben können. Mit anderen Worten, es sieht zwar erstmal so aus, als ob dieses System für die Bourgeoisie, für die Fabrikbesitzer super ist, und es ist ja auch super, das sind die Reichen, aber die sind eben genauso in diesem System gefangen wie die Arbeiter selbst. Die sind zwar die Gewinner des Systems, sind aber trotzdem sozusagen in der Logik des Systems gefangen. Das heißt, die Kapitalisten können das System nicht beenden, der Staat kann es nicht beenden, weil dessen Gedanken, dessen Ideologie ja auch automatisch auf der Seite der Kapitalisten ist. Und das Einzige, was das System deswegen beenden kann,
ist nach Marx' Meinung, dass sich alle Arbeiter zusammenschließen, weil sie gemeinsam realisieren, dass sie alle zusammen ein gemeinsames Interesse haben, weil sie haben ja alle ein Interesse daran, ihre Ausbeutung zu beenden, eben indem sie den Kapitalisten die Produktionsmittel wegnehmen. Mit anderen Worten, selber die Kontrolle über die Fabrik übernehmen und auch gleich über alle anderen Fabriken. Das ist dann eben der Unterschied zwischen Kapitalismus und Kommunismus. Dann haben sie kein Privateigentum mehr an Produktionsmitteln, sondern dann gehört das Produktionsmittel, gehören alle Produktionsmittel eben der Arbeiterklasse. Jetzt sage ich Ihnen noch, was ich denke, was jetzt so die wichtigsten Punkte sind, die Sie von Marx mitnehmen sollten, und erzähle Ihnen dann noch was über, ja, vielleicht den neuen Karl Marx, nämlich über Thomas Piketty. Aber damit Sie auch so ein paar Ideen haben, was aus Marx geworden ist. Aber erstmal vielleicht das Wichtigste, was Sie an Marx als Wirtschaftssoziologen behalten sollten. Erstmal sehen Sie hier, wie es immer diesen Gegensatz zu Adam Smith gibt. Ja, also wir haben letzte Sitzung die ganze Zeit besprochen, wie die Wirtschaft per se erstmal harmonisch ist. Und Marx sagt eben das genaue Gegenteil. Marx sagt, der Kapitalismus untergräbt sein eigenes Funktionieren und führt damit ins Desaster. Also es ist ein nicht nachhaltiges System. Es gibt immer größere Ausbeutungskrisen. Es wird immer mehr produziert, was aber gar nicht verbraucht werden kann. Und dann muss alles zusammenbrechen. Es gibt also immer wildere Wirtschaftskrisen. Und irgendwann, wenn auch die Arbeiter erkannt haben, dass sie eigentlich alle das Interesse haben, ihre eigene Ausbeutung zu beenden, bricht dann der ganze Kapitalismus zusammen und es kommt, wie er es genannt hat, ich glaube schon, die Herrschaft des Proletariats. Ja, also die eine Sichtweise, wie der Kapitalismus sich selber zerstört, die andere Sichtweise, wie der Kapitalismus automatisch zu einem Gleichgewicht führt. Und Sie haben sich ja auch immer gefragt, ja, was sagen denn diese alten komischen Theorien über das Heute und Jetzt aus? Naja, Sie werden, können Sie mal machen, und vielleicht habe ich ja Unrecht, aber Sie können sich wahrscheinlich mal die Programme, die Wahlprogramme der FDP und die Programme der Linkspartei anschauen. Da finden Sie eben ziemlich genau diese beiden Annahmen. Ja, in der FDP-Programm wird wahrscheinlich die Sichtweise präsentiert, wenn jemand keinen guten Job hat, wenn jemand Hartz IV bekommt, dann könnten diese Leute sich einfach einen anderen Job suchen, nur sie tun es halt nicht und entsprechend können wir sie dann auch bestrafen, in Anführungsstrichen. Ja, das ist Adam Smith. Wenn es mir nicht gefällt, gehe ich zu wem anders und tausche mit dem. Heißt aber auch umgekehrt, wenn es mir schlecht geht, liegt es an mir. Die Marx-Sichtweise, die Sie sicher eher bei der Linkspartei finden würden, ist, ja nee, das war jetzt zum Beispiel gerade eine Diskussion, man darf Hartz-IV-Empfänger, die Jobangebote ablehnen, nicht bestrafen, weil die können das nicht, aus welchen Gründen auch immer. Ja, das ist nicht deren Verantwortung, deren sozusagen missliche Situation. Die werden ausgebeutet, dafür kann man die nicht verantwortlich machen. Und genau das ist dieser Smith-Marx-Gegensatz. Ja, sagt man, traut man sich auch dem Arbeiter, dem es nicht so gut geht, zu sagen, ja, du hättest ja einen besseren Tausch für dich ausfindig machen können, hast du aber nicht, dann kann es dir wohl auch nicht so schlecht gehen oder ja, du bist halt selber schuld. Oder sagt man, nee, du wirst ausgebeutet, das hätte dir gar nicht besser gehen können. Das System ist schuld, wenn man so will. Ja, also ich denke, das sind immer noch zwei Sichtweisen, die Sie wahrscheinlich heute finden werden. Und im Durchschnitt, es wird nicht bei jeder einzelnen Person sein, können Sie auch mal ein paar Freunde oder Freundinnen von Ihnen fragen, die BWL oder VWL studiert haben, wird natürlich auch diese Sichtweise, ja, die Menschen sind nun mal für ihr Leben verantwortlich zu machen, die Menschen können tauschen, sie können es lassen, darum ist Tausch gut, eher von BWLern, VWLern vertreten, weil das eben die Grundlagen der modernen Wirtschaftswissenschaften mit Adam Smith sind. Und sozusagen diese Sichtweise, alles ist schlimm, alle werden ausgebeutet und es ist alles ganz furchtbar, das ist sicherlich eine Sichtweise, die besonders stark am Fachbereich 03 in Marburg vertreten wird, vielleicht noch mehr als an anderen gesellschaftswissenschaftlichen Fachbereichen. Aber das eben generell, zumindest mit Marx, eine Sichtweise, die man ja in der Sozialwissenschaft stärker findet als jetzt beispielsweise in der Betriebswirtschaftslehre oder Volkswirtschaftslehre. Gut, vor allem Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre ist ja einfach eigentlich ein anderes Themenfeld. Weswegen man dann sogar lange gesagt hat, naja, die Soziologie ist so eine Art Krisenwissenschaft. Also die stellt fest, was
schiefläuft im Zuge der wirtschaftlichen Entwicklung, während die Wirtschaftswissenschaften vielleicht einfach sagen, wie kommt die Inflationsrate zustande oder sowas. Nicht jeder ist Marxist, das ist ja klar, aber wofür Marx auf jeden Fall, zum Beispiel auch in meiner Forschung, immer wieder praktisch ist, ist dieser Gegensatz. Und das ist ja in unterschiedlichen Feldern unterschiedlich. Zum Beispiel habe ich mir angeschaut, ob man eher, was Menschen für gerechte soziale Ungleichheit halten, erklären kann aus der tatsächlich vorhandenen sozialen Ungleichheit. Also Menschen passen ihre Gerechtigkeitsvorstellungen an die reale Ungleichheit an. Oder ob vielleicht, weil in Demokratien manchmal das passiert, was Leute wollen, vielmehr die Ungleichheit sich an die Gerechtigkeitsvorstellungen anpasst. Ja, das rechne ich dann mit statistischen Methoden aus. Aber im Theorieteil kann man sagen, ja, das eine wäre halt Marx und das andere wäre halt Weber. Schauen wir mal, welche Perspektive in diesem speziellen Bereich, wie viel Ungleichheit halten Menschen für gerecht, das Ganze besser erklärt. Der historische Materialismus oder der Idealismus. Ja? Und da sehen Sie eben, dass ganz alte Theorietraditionen in der Soziologie heute eben immer noch getestet werden. Und deswegen denke ich, ist auch Karl Marx immer noch einer der drei zentralen Theoretiker für die Wirtschaftssoziologie und Soziologie. Gut, das haben wir dann auch schon ein bisschen angesprochen, aber hier ist eben dieser Gegensatz zu Max Weber nach dem Gegensatz zu Adam Smith. Also diese ganz starke Sichtweise, dass die Wirtschaft die Gesellschaft beeinflusst und dass materielle Umstände und eben insbesondere die Produktionsverhältnisse, die Gedanken und Ideen der Menschen bestimmen. Dass also auch der Staat, die Justiz, die Kultur sich durch die materiellen Produktionsverhältnisse erklären, also schlussendlich durch die Ausbeutung einer Klasse durch eine andere Klasse. Ja, also wenn Sie interessiert, ja, wie werden denn die Zusammenhänge von Wirtschaft und Gesellschaft konzeptualisiert? Naja, zumindest mit Marx können Sie die Idee vertreten, dass man die Gesellschaft durch die Wirtschaft erklären kann. Ja, und dann gibt es natürlich eine Beurteilung von Marx und das werden wir auch gleich in der Übung machen. Ich kann Ihnen ja zumindest mal sagen, was heute viele in der Wirtschaftssoziologie sagen würden. Und gut an Marx ist eben, dass er überhaupt mal gezeigt hat, welche Rolle wirtschaftliche Interessen in Gesellschaften spielen. Es wäre ja völlig absurd, keiner von Ihnen würde annehmen, dass bei der Erstellung von Politik wirtschaftliche Interessen überhaupt keine Rolle spielen. Ja, natürlich überlegen sich Politiker, in Deutschland ist die Autoindustrie relativ wichtig, wir wollen nicht, dass die auf einmal keine Gewinne mehr haben oder niemanden mehr beschäftigen können. Darauf hat eben Marx das Spotlight gelenkt sozusagen. Zu sagen, es gibt wirtschaftliche Interessen und die haben einen Einfluss auf Politik, auf Kultur, auf Justiz, eben auf den Staat. Aber genau das ist eben auch das Problem an Marx. Ja, ich will ihn ja auch immer probieren, zumindest ein bisschen die Probleme im Gedankengebäude der Leute zu erklären. Und wo es natürlich bei Adam Smith so war, dass nicht immer alles, oder was heißt natürlich, das kommt auf Ihre Perspektive an, aber wo viele argumentieren würden, dass nicht immer alles auf freiwilligem Austausch basiert, wo es danach allen besser geht. Naja, genauso könnte man eben bei Marx sagen, dass man nicht alles, ganz vereinfacht gesagt, durch die Wirtschaft oder einen zentralen Gegensatz erklären kann. Vor allem gibt es eben nicht ein Gesetz, also nicht den Klassenkampf und die Konflikte, die daraus entstehen, die automatisch die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft erklären. Und ja, davon kann man auch ableiten, jetzt können wir lange darüber diskutieren und ich halte das immer für sehr unproduktiv, aber Studierenden macht das irgendwie Spaß, ob jetzt das, was in der realen Politik aus Marx gemacht wurde, das ist, was Marx wollte. Das werden wir nie wissen und wenn wir jetzt wissen, dass er es toll gefunden hätte oder nicht so toll, frage ich mich auch, was dadurch gewonnen wäre. Gut, klar, dadurch gewonnen ist natürlich, dass man sich vielleicht fragt, wollen wir es nochmal probieren? Ja? Also vielleicht können wir den Kommunismus ja nochmal irgendwo einführen und dieses Mal klappt's. Das müssen Sie selber sagen. Allerdings, es gibt keine einzige real kommunistische Gesellschaft auf der Welt, die so wohlhabend ist, wie es westliche, in Anführungsstrichen, Gesellschaften, kapitalistische Gesellschaften damit auch sind. Aber wir werden nochmal mit Acemoglu und Robinson diskutieren oder ich werde Ihnen zeigen, in Anführungsstrichen, wie Gesellschaften dann reich werden, wenn man Marx und Webers Ideen, Marx und Adam Smiths Ideen kombiniert. Jedenfalls, und das ist eben der vierte und letzte Punkt,
Marx war, das ist vielleicht ein Stück weit meine eigene Einschätzung, aber ich denke, da würden mir ja 99% aller Soziologinnen oder Soziologen zustimmen, Marx war eben zu dogmatisch. Seit Marx ist die Soziologie auch bescheidener geworden und durch Marx sind auch gigantische Fehler passiert in der Soziologie. Alle würden heute sagen, es gibt nicht die Gesetze, die wir herausfinden können und dann verstehen wir, wie die Zukunft von Gesellschaften funktioniert. Und dass die Soziologie das mal so gemacht hat, ist auch ein gigantischer Fehler. Also als zum Beispiel in den 60er, 70er Jahren dann Soziologen sich angeschaut haben, Interviews mit Arbeitern geführt haben und gemerkt haben, Mensch, denen geht's ja gar nicht so schlecht, aber die Theorie von Marx vorhergesagt hat, dass es denen schlecht geht, mussten die zum Beispiel sagen, ja, die haben halt ein falsches Bewusstsein. Die denken zwar, ihr Leben ist okay, aber eigentlich werden die doch ausgebeutet, aber nur von der Kultur so sehr manipuliert, dass sie selber gar nicht mehr merken, dass ihr Leben nicht in Ordnung ist. Ja, also da habe ich schon Probleme mit, weil eben Leute so stark im Denken einer Theorie gefangen waren, dass man eben nicht mehr sagen konnte, Mensch, jetzt zeigt uns die Empirie aber nun mal was anderes. Ja? Den Arbeitern in Westdeutschland, denen geht es nun mal besser als den Arbeitern in Ostdeutschland. Ob es in jedem Einzelfall so ist, kann man diskutieren, aber meine These wäre, selbst wenn es so war, konnten Menschen, die in dieser Marxismus-Theorie gefangen waren, es oft nicht mehr sehen. Ja, sie mussten dieses Bild haben, aber wir haben doch bei Marx gelesen, dass die Arbeiter immer ausgebeutet werden. Dann kann es doch gar nicht anders sein. Also das ist eine bestimmte Blindheit, die Marx mit sich gebracht hat, aber dass es Ausbeutung gibt, ja, das kann wiederum auch keiner bezweifeln. Nur automatisch immer alles mit Ausbeutung erklären zu wollen. Marx bietet Ihnen halt sehr klare Antworten, ne, haben Sie ja gesehen, vielleicht zu klare Antworten. Ja, vielleicht gibt es nicht nur den einen zentralen Gegensatz, dass eine Klasse die andere Klasse ausbeutet und so weiter. Okay, jetzt vielleicht noch kurz zum Ende. 2014 hat Thomas Piketty ein Buch geschrieben, wurde mal das Nächste, was ein Wirtschaftswissenschaftler an Rockstar herankommen kann, genannt. Oder alle haben dieses Buch 2014 total gefeiert. Es endet die Stunde, hört sich immer ein bisschen schulmäßig an, aber ich erzähle Ihnen das noch kurz. Und zwar ist sein Argument, dass der Gegensatz erstmal nicht mehr direkt zwischen den Menschen ist, die Produktionsmittel haben als Maschinen und sowas, sondern einfach Menschen, die Kapital haben. Ich kann ja auch Aktien haben. Klar habe ich dann eigentlich auch einen Anteil an Produktionsmitteln. Aber was Thomas Piketty einfach nur aufgefallen ist, ist, dass, und das ist das Coole, das konnte Marx nicht, weil Marx war halt ein Philosoph, der hatte keine tollen Daten, der konnte sagen, ich überlege mir, das ist so. Was aber Thomas Piketty hatte, war, dass er Zinsdaten und Wirtschaftswachstumsdaten von Hunderten von Ländern hatte. Hunderte weiß ich nicht, lassen Sie es Dutzende sein. Mittlerweile sind es, glaube ich, wirklich sowas wie 100. Gibt es da die Top World Incomes Database. Und ihm ist einfach aufgefallen, dass der Zins meistens höher ist als das Wirtschaftswachstum. Und was bedeutet das und warum ist das so schlimm? Stellen Sie sich einen Kuchen vor, der in zwei Teile geteilt wird. Der Kuchen ist das, was in der Wirtschaft zu verteilen ist. Und sagen wir mal, der wächst jedes Jahr um 2%. Ist halbwegs realistisch für so ein Land wie Deutschland. Der Kuchen muss in die aufgeteilt werden, von dem kriegen diejenigen was ab, die Kapital haben und diejenigen, die ihre Arbeitskraft haben. Zins ist nichts anderes als die Rendite auf Kapital. Ja? So, und jetzt sagen wir mal, der Zins ist 4% und die Wirtschaft wächst um 2%. Das heißt, Sie haben einen Kuchen, der jedes Jahr 2% größer wird, von dem aber jedes Jahr die Kapitalbesitzer 4% mehr verlangen. Das heißt, das Einzige, was passieren kann, ist, dass der Anteil, den die Kapitalbesitzer vom Kuchen kriegen, jedes Jahr immer so roundabout um 2% ansteigt. Und das ist tatsächlich, was Thomas Piketty zeigen konnte, weil der Zins in aller Regel höher ist als das Wirtschaftswachstum, ist das Normale, in Anführungsstrichen, nicht normativ Normale oder Gute, sondern das, was sich zeigt, wenn man lange Zeitreihendaten von Ländern hat, er hat so 200 Jahre von einigen Ländern, ist, dass der Anteil des Reichtums, der an diejenigen geht, die Kapital haben und Zinsen auf dieses Kapital beziehen, relativ immer ansteigt,
im Vergleich zu dem, was diejenigen bekommen, die nur ihre Arbeitskraft haben. So, wenn jetzt sowas wie der Zweite Weltkrieg dazwischen kommt und alles, was sie an Kapital haben, wird zerbombt, dann kann es sozusagen wieder von Null anfangen. Aber im Long Durée, auf längere Zeit, gibt es eine natürliche Tendenz, in Anführungsstrichen, ja, dass der Anteil an Reichtum, der zu denjenigen geht, die Kapital haben, immer mehr steigt, was dazu führt, dass relativ dazu der Anteil, der an diejenigen geht, die nur ihre Arbeitskraft haben, relativ sinkt. Und da ist ein Argument, muss man dann irgendwas Radikales machen, oder viele würden das nicht für radikal halten, aber eine Vermögenssteuer oder eine Erbschaftssteuer, sodass das immer nur innerhalb von einer Generation passiert und man es nicht einfach weitergeben kann und so weiter. Aber fand ich wirklich ein interessantes Buch, weil man eben, Marx konnte das vermuten, es ist normal, dass die Kapitalisten immer mehr kriegen und die Arbeiter sozusagen ausgebeutet werden. Piketty konnte es eben berechnen und hat darum Capital in the 21st Century, ja, ein bisschen größenwahnsinniger Titel, also Das Kapital von Karl Marx. Er schreibt dann das Buch Das Kapital im 21. Jahrhundert, aber konnte das tatsächlich mit neuen Daten wirklich ganz gut berechnen, dass das Normale ist, dass die Besitzer der Produktionsmittel, Querstrich diejenigen, die Kapital haben, schneller reich werden als diejenigen, die kein Kapital haben. Und jetzt, aber da gibt es keine richtige Antwort darauf, ist auch eine interessante Gerechtigkeitsfrage. Wenn man aber sagt, naja, aber trotzdem werden ja diejenigen, die nur ihre Arbeitskraft haben, sagen wir mal um jedes Jahr 1% reicher, auch wenn die anderen jedes Jahr um 5% reicher werden, wollen wir dann lieber eine Gesellschaft, wo aber zumindest diese 1%, die einen auch noch 1% reicher werden? Ist das überhaupt schlimm? Weil die einen werden ja immer noch reicher, nur halt nicht so schnell wie die anderen. Aber das sind dann keine Antworten mehr, auf die man sozusagen als Wissenschaftler sagen kann, ja, das ist die richtige Antwort und das ist die falsche, ja? Sondern das müssen Sie sich dann halt überlegen. Ja? Also ist es überhaupt schlimm, wenn einige schneller sozusagen hinzugewinnen als andere beispielsweise? Okay, das war jetzt erstmal das Wichtigste zu Karl Marx. Auch noch ein klein bisschen, was mit Thomas Piketty daraus geworden ist. Kapital im 21. Jahrhundert. Und dann würde ich sagen, machen wir gleich mit der Übung weiter. Dann freue ich mich erstmal. Ich hoffe, es hat Sie interessiert.